Hi Leute und herzlich willkommen auf der Butchern LS22 mit Mine. Hey. Jo. Ja, warum kommt heute ein Video anstatt der Stream? Ist, wie ich euch schon angekündigt habe, die Mine hat heute Abend einen Elternabend. Und ich könnte alleine streamen. Ja. Tue ich aber nicht. Ganz einfach. Warum? Weil es so ist. Erkläre euch mal im Kurzen, warum Mine und ich haben zusammen angefangen. Und es gibt eigentlich keinen Stream ohne Mine oder ohne mich. Soweit genau. Ich weiß. Außer wenn irgendwann das mal sein soll, wenn jetzt irgendeiner von uns total flach leidet oder so und dann der Ende wirklich Bock hat zu streamen. Wenn er aber richtig krank ist, das genau. Wäre vielleicht eine Ausnahme. Aber wir haben schon mit schwerer Grippe, Corona, Magen-Darm, alles gestreamt. Also von daher. Wird das auch weiter so sein? Genau. Wie gesagt, Leute, ihr müsst mich da ein bisschen verstehen. Mine gehört dazu. Mine gehört. Es ist halt einfach so, ohne Mine zu streamen, macht mir keinen Spaß. Oh. Fertig, und das gibt's nicht, und das, da müsst ihr durch, ob ihr das wollen aber oder nicht. Aber es fällt ja nicht aus. Nein, wir verschieben es das Ganze um einen Tag. Nämlich am morgen. Donnerstag statt. Genau, morgen. Genau. Der ganze Stream wird dann morgen nachgeführt. Ach, was ist das für ein Scheiß hier? Wird morgen nachgeführt. Geholt, genau. Schwere Worte heute. Ja, heute ist echt schwer. Und von da aus, nimmt's uns nicht krumm, nimmt's uns nicht böse, aber es muss so sein. Ist mein Traktor weg? Mein Traktor. Ajo, nur noch einer. Der MF. Warum ist nur noch ein Traktor hier? Keine Ahnung, du. Ich weiß nicht, was du, wenn du deine Mod vielleicht ersetzt hast, dann kannst du das oder deine Normo kaufen. Der ist ja doof. Der ist gar nicht mit hier drin. Aber warum? Mein Hast Mod. Du nicht angeklickt? Nö, anscheinend. Keine Ahnung warum. Ich weiß nicht. Willst du nochmal rausgucken gehen? Nö. Muss ich mal gucken, was ich mache jetzt. Ja. Ja, ohne Traktor ist doof. Deswegen. Ich pausiere mal eben das Video und wir sehen uns gleich wieder. Genau. So, da sind wir wieder. Guck mal, Alter. Noch Honig, ne? Jetzt kann ich in Ruhe hier ein paar Felder noch machen. Was haben wir denn jetzt auch? Ansehzeit Weizen. Haben wir Hühner auf dem Hof? Ja, ne? Soweit ich weiß. Ja. Ja, also merken wir ein bisschen Weizen und sowas ansehen. Und ich tue das Grasfeld wieder neu machen. Gucke ich gerade Kalker und muss ich holen. Ach, die Dinger wurden noch nicht mal gescannt, geschweige denn gekalkt. Ja, dann mach mal Schulkalk. Doch, gescannt sind sie doch, doch, doch. Weil gekalkt sind sie nicht. Ja, flitzt du schnell drüber. Da flitzt du schnell auf Feld 6 drüber. Da stelle ich mich mal hier auf Seite. Wo hole ich einen Kalk? Ich glaube, es ist genau am Schopf. So vorne ist ein Silo dran. Muss mal gucken. Also da habe ich da auch was hergekriegt. Okay. Ob da jetzt Kalk drin ist, keine Ahnung. Das muss ich dann sehen. So, genau, ich wollte die Kühe füttern. Lasse ich mal die Sämaschine hier stehen und fahr mal vor die Kühe füttern. Ja, dauert im Moment. Ja, ja, ich hab Zeit. So, wie gesagt, Leute, nochmal zur Wiederholung. Wie gesagt, heute gibt's keinen Livestream, der wird auf morgen verschoben. Es wird auch was Neues geben, in puncto Livestream.
Wir werden ein Let's Play starten, ein Live-Let's Play mit dem DJ Rebel. Auf einer geilen Map, muss ich echt sagen. Also die gefällt mir richtig gut. Und allem drum und dran. Aber wie das da zustande kommt, mit welchen Maschinen wir da fahren, das seht ihr morgen. Genau. Wenn wir noch nichts Großes verraten, ich gebe euch nur einen kleinen Hinweis. Es wird ein bisschen älter von der Maschine her. Aber mehr sage ich da nicht. So, auf jeden Fall wird es Spaß machen. Definitiv. So, am Samstag ist auch wieder Livestream. Livestream. So, gehen wir wieder auf die schöne Old Stream Farm. Mhm. Mit der Community, da dürft ihr wieder mitmachen. Und wie gesagt, heute ist mal hier so allerlei Durcheinander. Alpenwelt kommt da und hier und hier und hupsasa, jetzt kommt die Butschern. Wir versprechen euch, also wir versuchen euch zu versprechen, dass es ab nächster Woche wieder mal ordentlich läuft. Dass auch die Videotermine mal wieder so sind, wie sie sind. Die Stream-Dinger mal wieder so sind, wie sie sind. Aber ihr müsst es so sehen, die Schule hat gerade wieder neu angefangen. Ich gehe mal weg von diesem lauten Traktor. Die Schule hat... Alter, egal wie weit ich weg bin, ich höre den immer noch. Die Schule hat wieder gerade neu angefangen und da hat man halt viele Termine, viele Sachen, wo man erledigen muss und so weiter und so fort. Ja, ich bin eigentlich nur on Tour. Mine ist nur on Tour, ich bin meist halt arbeiten oder auch on Tour. Und das ist halt dann sehr anstrengend und dann will man auch oben mal wenigstens ein bisschen entspannen. Und allem drum und dran und ja, müsst ihr uns verstehen. Es wird sich was ändern, wenn es alles wieder in den geregelten Bahnen läuft. Aber das dauert ein bisschen, ne? Das geht leider nicht von jetzt auf gleich. Ich hoffe, ihr werdet es verstehen. Und wenn nicht, dann kann ich euch auch dabei leider nicht helfen. Was hast du verkauft? Fehlkauf, hab falsch gekauft. Hä? Hatte falsch gekauft. Ach jo. Hey Leute, also, ne, wie gesagt, passiert. So, ich hätte mir überlegt, ich hatte ja eigentlich einen Frontlader gedacht an meinem Traktor dran. Mhm. Aber ich stehe in der letzten Zeit so auf einen Frontlader an. Also ich stehe an sich an Frontlader auf in der letzten Zeit, so einen richtigen Frontlader zu kaufen. Was dagegen? Nö, nö, mach nur. Gut, dann holen wir nämlich hier so einen. Ja, so einen kleinen, klar, könnte man dann immer so einen kleinen, so einen älteren. Aber das Problem, da kannst du nicht viel. Da kannst du nicht große Ballen mit anheben, da kippst du nämlich sehr schnell um. Nimm mal lieber so einen etwas moderneren Kramer, oder? Mhm. Grün, schwarz, gelb, orange oder grau? Boah, such du aus. Okay, orange. Ja. So, haben wir jetzt hier irgendwo noch so ein Ding? Ne, so ein Ding, du. Eine Ballengabel haben wir nicht, gell? Ich glaube nicht. Doch. Stollballengabel, aber wo ist die? So, welches Feld soll ich als erstes? Das ist genau das am Shop. Das ist Feld 6. Feld 6. Kann man die da markieren? Auf der Karte anzeigen. Ah. Tada. Bin ich blind, das liegt genau hier neben mir. Ja, ja, manchmal hast du mit der Auge. Aber echt, liegt genau neben mir. Oh, naja. Und ging da jetzt Kalk raus? Ja. Na gut. Ja, ich hatte vorhin nur kurz mal Saatgut und Dünger eingetankt. Ich habe mir jetzt nicht genau durchgeguckt, was da alles gibt. Das ist gut, da kannst du mal hier... Hoppala, ja, Senna, deswegen sollte man nicht aufs Handy gucken während der Fahrt. Da hockt man nämlich urplötzlich beim Nachbar im Garten. Mit dem Kramer, und das ist nicht gut. Dass das Kalkding nicht so weit weg ist.
Was ein kleiner Golas. Ja, der eine große Waldspröt. Ja, kann machst du 6, 1, also gehst immer so nach der Reihe, ne? 6 und 1, oder wollen wir die 1 lassen? Wir wollten ja, die 1 können wir erlassen, dann machen wir Mais drauf, oder? Ja, können wir mal. Oder machen wir auf die 10 Mais? Warte mal, von welcher Größe reden wir denn? 2,3, 2,1, ne, 1 zu 1 kommt Mais. Die liegt genau an der BGA, die BGA, soweit ich weiß, gehört uns, gell? Oder? Ne, die gehört nicht uns. Ne, du wolltest mal drauf sparen. Genau, genau. Wir müssten aber mal die ganzen anderen Sachen noch anmachen. Ja, ich weiß, ich muss das Gras noch machen, aber das muss ich auch vorher noch kalken. Die Gewächshäuser müssen wir auch mal vorbereiten, ne? Mhm. Die Saatmaschine machen wir dann hier unten auf dem Schweinehof, ne? Okay. Habe ich mir gedacht. Ja. Dennoch, warte mal. Genau, weil im Schweinehof haben wir nämlich auch Platz zum Unterstellen und auf dem Hof ist die Sämaschine halt zu groß. Weil die Hallen, die sind da nicht so groß, nicht so hoch. Und auf dem Ding, da ist eine große Halle da drinnen. Da können wir dann die Sämaschine hinstellen. Der frisst das Feldkolk. Ja, ja, das ist heftig. So, jetzt müssen wir mal gucken. Da vorne habe ich es hingelegt. Passt da zwar farblich wie, ne? Aber das können wir hoppala, in unserer Werkstatt ja demnächst nochmal ändern, dass die farblich auch zusammenpasst. So, jetzt nehmen wir mal hier den Strohballen. Da sind 9 Tonnen drin. Wie viel passen da rein? 18 Tonnen. Da müssen wir aufpassen, dass wir nicht zu viel nehmen. Ja, das reicht erstmal. Ich kann ja zur Not noch ein bisschen Stroh dann reinmachen, ne? So, jetzt müssen wir mal gucken, ob wir das Mineralfutter hier haben. Der Mineralfutter hier stehen oder steht das noch auf dem Ding? Ich glaube, wir haben kein Mineralfutter hier. Oh, wir jetzt haben ein Problem. Ohne Mineralfutter geht das schlecht. Muss ich gleich hinfahren. Ein Auto haben wir nicht, ne? Ich will jetzt nicht extra wegen dem bisschen da hinfahren. Mit dem Traktor. Nee, ich glaub nicht. Mist. Was ist denn das Ding, das Hungerpack? Oder ist das drauf? Was? Das Homer-Pack oder wie das heißt. Musst du gucken, warum? Ei, weil so wenn ich Kalk geschult ist vom Anhänger mache und dann das andere hinten dran. Weißt du? Beat. Moment mal sortiert. Ich denke, dass aber große Sachen hier nichts bringen, ne? Ja, ja, ich weiß. Ah, hier. So, hoi. Eigentlich. Muss ich es halt so machen. Weißt du, was du hast gemacht? Ich will das jetzt nicht, das ganze Gerät. Ich muss das mit dem Fahrzeugkabel. Mach doch eine Überladewaage, aber wir haben keinen dritten Traktor. Jetzt hätte ich gesagt, nimm ich die Überladewaage, mach dort Kalken hin. Und dann hätte das so ungefähr. Was ist mein? Jo, geht schon. So, Basisfutter an sich habe ich. Jetzt fehlt nur noch. Ja, jetzt fehlt nur noch das Ding. Wie heißt's? Welcher Schmein? Ja. Mineralfutter.
So, aber was ich noch haben will, war das hier? Ja, hier. Das passt zwar nicht durch hier, aber es ist interessant. Da kann man nämlich schön die Sachen reinmachen. Aber könnte auch. Das andere wäre schon mal nämlich auf der Waldstätte. Regal. Die brauchen wir ja gar nicht. Mir kalte ja gar nicht mehr fahren. Nope. Regal. Da war's doch. War doch schön. So, Landschaft, Wale. So, jetzt können wir nämlich dort schön nämlich unsere Sachen auf das Regal abstellen in puncto Ballengabel und Schaufel und so ein Kram, ne? Palettengabel. Ich werde jetzt nochmal losdüsen mit dem Ding hier, mit Palettengabel holen und dann noch eine Palette Mineralfutter. Wir müssen mal ein paar Paletten Mineralfutter demnächst mal holen für auf ja. Dass wir die irgendwo unterbringen, dass ich nicht jedes Mal da dann noch dahin fahren muss. Das ist nämlich nervig. Boah, ich muss jetzt 6 Mo fahren. 6 Mo? Mhm. Boah. Jetzt werden wir mal gucken, dass wir noch einen kleinen Traktor noch dazu holen. Oder so. Oder irgendwas anderes machen. Wenn man das sonst machen, dann bleibt uns nur noch ein kleines. Das andere Gerät halt, ne? Ja. Das ist jetzt, kostet. Das ist jetzt nicht mehr zu groß, ey. Ja, was ist denn das vom preislicher? Ist das vom preislicher gleich? Als wenn du jetzt in einen kleinen Traktor und dann einen Überladewagen holst, ein kleiner? So, wenn ich jetzt das Orgenum das holen würde, wäre ich bei dem Gerät bei 387.000 plus die ganzen Aufsätze. Da wäre ich bei. Ich muss gerade gucken, wo so Kalk geht. Das ist auch das Riesending, ne? Ja. Ja, das bringt ja gar nichts auf unserem Map. Nee. Es wäre dann eigentlich, wenn du hier jetzt einen stinknormalen, billigen kleinen Traktor nimmst und dort einen Überladewagen dran klatscht. Was haben wir denn da am Bild? Was ist denn hier am billigsten? Ich müsste eigentlich ever nur einen Anhänger haben, wo hinten noch Anhängerkupplung ist und Kalk. Was? Mische so Anhänger an, wo hinten noch ein Anhänger ist? Aua. Ja, ich bräuchte jetzt einen Anhänger. So. Wo geht Kalk? Das kenne ich doch. Ja, du kannst aber das nicht drüber schütten. Das geht nur mit Überladewagen. Wenn die hier so einen billigen Überladewagen. Wir gucken mal hier. Hier gibt es doch bestimmt schon so einen billigen kleinen Überladewagen. Boah, hier ist nichts riesengroßes mit. Ich gucke, ist viel zu groß. 77 Kubik, das sind nur so riesen Überladewagen. Wenn nicht, müssen wir mal gucken. So. Wenn nicht, müssen wir mal fürs nächste Mal gucken. Genau. Na? Dann könnt ihr euch noch einmal in die Kommentare schreiben, was so euer Modwunsch mal wäre. Was ihr gerne mal so, ja, für Anregungen hättet für mich. Wer sagt, oh, das wäre richtig geil, wenn du mal ein Mod rauskommt. Wo natürlich Standard ist. Logischerweise. Nicht schon vorgemoddet oder so ein Schwass, so ein Quark nämlich nicht.
So, hier kannst du jetzt halt. Loslegen, wenn du willst. Womit? Ja, mit Ansehen. Also, ja, ich mache eben noch das. Das jetzt hier. Oh, komm, Leute. Doch, doch, war doch da drinnen jetzt. Also, nachher jetzt ein Problem, da reinzukommen. Also, ich weiß nicht warum, aber das ist, komm, da nicht mehr. Leck mir da am Zippel jetzt hier. Na, na, Henne, das geht. Jetzt musst du auch noch so eine scheiß Absperrung sind. Da kennst du doch in den Themen rein. Ja, ich werde jetzt noch das kleine Ding hier auf dem Hof fahren, auch die Mischfutter fertig machen. Und dann war es, pass auf, ich komme auf der anderen Seite. Frisst das so viel Kalk? Mhm. 10 Tonnen. Ja. Boah. Ja, wenn nicht, gucke ich mal, dass ich einen kleinen Überladewagen krieg. Ja. So einen kleineren, nicht so einen riesen Brocken. Ja, nee, das Problem. Ja, von den Standarddingern sind die zu groß. Weißt du, was ich meine? Vom Platz her wird es ja reichen, nur von den Standardwegen ist das so groß. Dann müsstest du von null an einen machen. Das kann ich noch nicht. Noch nicht. Hoppala. Falsche Richtung. Nein, hab so. Da kann ich hier in Ruhe jetzt gleich noch die. Ich muss erst mal den Eingang aufs Feld hier finden. Das ist doch hin. Warum lenkt der nicht? Ist der verschwingt? Mhm. Da. Und wie schaut's aus? Yep, wie schaut's aus? Das wird voll. Brauchen wir noch Stroh? Dann passt das. Ja. Also zwei komplette Fuhren mit dem Futtermischer hier. Für Reichtige aus, wir dann zum dort vorzubereiten, also für den Essen zu geben. So Leute, das war's aber für heute. Wie gesagt, nimmt's uns nicht krumm, aber ich streame ohne Mine nicht. Nur wenn es gar nicht anders da geht und es wird, wie gesagt, ihr seht es ja, es geht anders da, morgen dann halt. Ne, also von da aus, nimmt es mir nicht krumm, aber Mine gehört zum Stream dazu, finde ich. Und ja, ist halt einfach so. Von da aus, lasst ein Like und ein Abo da. Ne, ja, wir sehen uns morgen im Livestream, morgen Abend.
Morgen werde ich vielleicht noch ein bisschen was anderes noch raushauen an Videos. Vielleicht noch eine kleine Folge von My Time at Portia. Was hast du da hinten schon wieder zu kacken? Mein Traktor lenkt nicht gescheit. Ach ja. Keine Ahnung warum. Ist das Ding noch zu niedrig oder sowas? Was? Hast du das hinten, das, denn der Aufsatz noch unten? Nicht hoch. Kann man gar nicht runter machen. Doch, doch, den kannst du hoch und runter machen. Nee, der war oben. Ja, dann weiß ich es nicht. Dann ja. Hast du noch was zu sagen? Nee, außer ich streiche gleich durch. Nee. bleibt gesund. Werdet halb's nicht so wild und ja. Bis morgen. Ja, schaut auch bei den anderen vorbei. Sind alle in der Videobeschreibung verlinkt. Bis morgen, Leute. Bye bye.